Hallo und herzlich willkommen bei Fliptrick AP mit einem weiteren Squad-Builder mit mir, Marc. Und heute haben wir das Team Belgien. Wir spielen ein 3-4-3-System mit einer Bewertung von 80 und einer Chemie von 91. Das kommt aber leider nur, weil ich nicht jeden in der richtigen Formation geholt habe, beziehungsweise von einem anderen Team, was ich gebaut hatte, habe ich die einfach nur übernommen. Als Manager haben wir den Herrn Sir Alex Ferguson und... Ja, und... Oh... ich ein bisschen abgelenkt bin, beziehungsweise wenn ihr mich auf einmal kurz nicht hört, das ist immer so, im Hintergrund läuft noch Fernsehen, da ist gerade, wer spielt, warte mal, Tottenham Hotspur gegen Basel, aber das ist auch jetzt egal, wir kommen jetzt einfach mal zum Team. So, im Tor haben wir den Herrn Courtois von Atletico Madrid. So, der hat Ballsicherheit von 89, leckt mich fett, das ist eine Menge. Eine Reflexe von 82 und ein Stellungsspiel von 77. Das ist schon sehr souverän. Es gibt keinen besseren belgischen Torwart. Dann haben wir in der Innenverteidigung den Herrn Vertonghen stehen. Von Tottenham Hotspur. Der spielt gerade im Fernsehen. Tempo 70, Passen 75, Verteidigung 80, Kopfball 82. Starker Innenverteidiger. Direkt daneben den Herrn Vermeulen vom Arsenal. Und der hat Tempo 70, Verteidigung 83, Kopfball 85. Und links daneben Kompanie, Verteidigung 86, Kopfball 79 und Tempo 74. Die drei bilden auf jeden Fall eine souveräne Abwehr da hinten. Und ja, kann man so machen. Dann gehen wir ins rechte Mittelfeld. Ja, ihr seht einen Silberspieler. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es gibt kein rechtes Mittelfeld bei den Belgiern. Wenn doch, schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich habe eigentlich genau alles durchschaut und auch bei Foothead geguckt und da habe ich keinen gefunden, der im rechten Mittelfeld spielt. Also habe ich den Herrn de Suler, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Die Belgier sind ja auch so ein bisschen französisch. Das sei jetzt Suler. Da haben wir ein Tempo von 83, Schießen von 70, Passen von 65 und Dribbling von 75. Das ist sehr gut für ein rechtes Mittelfeld und gerade für einen Silberspieler ist das sehr, sehr gut. Dann haben wir im zentralen Mittelfeld einen zentral defensiven Mittelfeldspieler stehen, den Herrn Fellaini von Everton. Der hat Tempo 72, Passen 79, Verteidigung 82 und Kopfball 83. Sehr, sehr gut steht er da. Links daneben, in Form De Bruyne. Tempo 74, Passen 83, Schießen 78, Dribbling 79. Sehr souverän, sehr gut kann man da stehen lassen. Für ein Belgien-Team auf jeden Fall geeignet. Linkes Mittelfeld, Inform Mertens, ja, ein zweiter Inform-Spieler, Tempo 88, Schießen 84, Dribbling 84, Passen 79, man kann nicht meckern, für ein linkes Mittelfeld ideal. Rechter Flügel, nochmal ein Silberspieler, Beto Kehle, nenne ich den einfach mal, das ist ein ganz lustiger Typ, sieht auch lustig aus, Tempo 91, das ist, glaube ich, der schnellste Silberspieler, den ich je gesehen habe. Tempo 91. Ein Blitz nennt man ihn, den belgischen Blitz, auch wenn er schwarz ist. Gut, der Rest ist dann sehr ernüchternd. Dribbling 70, Schießen 60 und dann geht es noch bergabwärts. Nein, Kopfball 67. Linker Flügel. Noch ein Informspieler, Chatli. Linke Seite ist die Informseite. Chatli hat Tempo 77, spielt beim FC Twente, das habe ich eben noch vergessen. Schießen auch 77, Dribbling 80. Passen 76, man kann nicht meckern. Und im Sturm vom FC Everton den Herrn Mirallas oder Mirallas. Ich weiß nicht, ob man den jetzt spanisch ausspricht. Tempo 99? Den habe ich wohl getuned. Tempo 99, Schießen 75. Ja, Dribbling 85. Kann man so machen. Kann man ganz gut mit leben. Auf der Bank habe ich ein paar nicht-belgische, weil ich nicht so viele Belgier hatte. Da haben wir den Herrn Alder Weireld vom Ajax Amsterdam, Innenverteidiger mit 77, hat 78 Verteidigung, 76 Kopfball, kann man mit leben. Dann haben wir den Herrn Van Beuten, ein arschlangsamer Spieler, also ohne Witz, 29 Tempo. Für einen Profi ist das ja ein Witz, das muss man ja besser können. Naja, 36 Dribbling macht es auch nicht viel besser, 56 Schuss ist Geld, bergaufwärts, 60 Pass. 60 Pass und dafür 80 in der Verteidigung und 77 im Kopfball. Das ist schon stark. Dann haben wir hier noch einen rechten Verteidiger, auch mit Tempo 87. Das ist auch ein Blitz. Also das ist hier der andere belgische Blitz. Für einen Silberspieler ist das wieder sauschnell.
86 Defending, 70 Kopfball und der Rest ist mehr so nur da. Dann haben wir auf der Bank noch De Camargo, ein Stürmer von TSG Hoffenheim. 60 Tempo ist nicht unbedingt schnell, 70 Schuss ist ganz in Ordnung. 73 Dribbling, 87 Kopfball, das Kopfballungeheuer wird auch genannt. Und als letzten Spieler haben wir den Herrn Witzel auf der Bank. 71 Tempo, 74 Defending, 85 Dribbling und 80 Passen. Den kann man auch vielleicht mal statt De Bruyne spielen lassen. Ich fand jetzt, De Bruyne hat erstmal ein bisschen besser gepasst. Obwohl nicht wirklich. Ja doch, passen eigentlich beide da nicht so recht rein. Aber auf jeden Fall ist das mein Belgien-Team und das Belgien-Team, wie es ist, geht nicht besser. Außer ihr könnt mir einen rechten Flügel oder ein rechtes Mittelfeld empfehlen. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare unten rein. Und vielleicht noch zu erwähnen ist, dass das Giveaway für den Monat April gerade läuft. Yep, wir haben ein monatliches Giveaway, ist diesen Monat hat es gestartet. Und diesen Monat gleich mit Krachern wie Pepe oder wie Hulk. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mal ein Grund, das abzuchecken. In der Beschreibung unten drin steht nochmal alles für die Leute, die nicht zuhören können. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt nochmal die anderen Squad-Bilder ab und ich bin weg. Haut rein.